Deutschrap kann sich vor Newcomern aktuell kaum noch retten. Eben noch ein Niemand, jetzt schon auf der Pole Position in der Modus Mio Playlist. Wer soll da eigentlich noch den Überblick behalten? Einer von den Shooting Stars ist Brado. Aber hat das Mitglied der QDH-Family es wirklich drauf? Ist er nur ein weiterer Newcomer oder hat er das Zeug zum Star? Wir stellen euch den besten Kumpel von Mero vor. Im September diesen Jahres veröffentlichte Mero eine Single mit dem Namen QDH Family. QDH, das steht für Quatre de Huit, französisch für 428, die letzten drei Ziffern der Postleitzahl von Hasloch, einem Stadtteil von Rüsselsheim. Zu der QDH Family zählen neben Mero noch die beiden Newcomer Mucho und Brado. Alle drei wachsen in Rüsselsheim auf, der Opelstadt. Brados Opa und sein Vater haben bei dem Autohersteller gearbeitet und auch Brado macht dort eine Ausbildung. In seiner freien Zeit hängt er mit seinen Jungs am Roten Platz herum. Sie spielen Fußball und rappen die Songs von Vorbildern wie Chata in ihre zugehaltenen Smartphone-Kameras. Rap ist nur ein Hobby und niemand soll wissen, wie sie aussehen. Aber als die ersten Songs im Internet landen, ändert sich alles. Vor allem Mero wird über Nacht zum Star. Aber auch die Fanbase von Brado wächst schnell. Anfang 2019 kennt ihn noch niemand, aber schon wenig später schießen die Views seiner Insta-Stories in die Höhe. Genau wie die Zahl seiner Follower. Mittlerweile folgen dem Rapper fast 500.000 Leute. Eine Rap-Karriere im Jahr 2019 steht also nichts mehr im Weg, oder? Brado muss erstmal beweisen, dass er auch etwas drauf hat. Mero verschafft seinem Kumpel das einzige Feature auf seinem Debütalbum Yahero Yamero. Wenig später ist er auch als Gast auf dem Nachfolger Unikat vertreten. Der gemeinsame Song Ole Ole, in dem die beiden ihrer Fußballleidenschaft frönen, wird sogar als Video veröffentlicht und zählt bis heute 13.000.000 Views. Aber kann Brado auch auf der Bühne bestehen? Mero nimmt seinen besten Freund mit auf die anschließende Tour und nachdem die beiden noch live abreisen, ist die Sache klar. Brado schließt nur wenige Monate nach seinem ersten Feature einen eigenen Label-Deal mit Universal Music ab. Steig ein ist ein solider erster Solo-Track, aber die Kritiker sind skeptisch. Ist er am Ende nur ein Abziehbild seines erfolgreichen Freundes? Aber weit gefehlt. Der Nachfolger Kafalela, für den Brado wieder mit Mero zusammenarbeitet, geht komplett durch die Decke. Ein waschechter Hit, der zeigt, was Brado drauf hat. Double-Time-Flows genauso wie melodiöse Hooks und der musikalische Spagat zwischen zeitgeistigem Sound und orientalischen Melodien. Und dazu ein eigener Style. Mehr von diesen Kombinationen gibt es ab dem 7. Februar 2020. Dann erscheint mit DB1 das Debütalbum von Brado und mit dem dürfte der Rapper aus Rüsselsheim auch die letzten Skeptiker überzeugen. Was haltet ihr von Brado? Feiert ihr seinen Sound? Was erwartet ihr von seinem Debütalbum? Checkt die Playlist mit den besten Songs von ihm. Ja,